So, meine lieben Freunde, heute ein bisschen ernsteres Thema und ich bitte generell erstmal darum, wenn Leute Reaction drauf machen, ist gar kein Problem, aber nach 48 Stunden, nach Release des Videos, erstmal ganz allgemein, danke fürs Verständnis. Ich wollte dieses Video auch gar nicht machen, es fällt mir auch echt schwer, aber ich bin ehrlich, ich bring's erstmal direkt auf den Punkt, damit wir erstmal direkt beim Thema sind. Ich habe gar kein Geld mehr. Zuallererst auch sorry an alle da draußen, weil ich habe ja erstmal gesagt, die ganzen Gerüchte, was da erzählt worden ist. Klar, Insimodus ist ja aktiv gewesen, etc. habe ich aber gesagt, Digga, trotzdem, die Millionen sind am Start. Mir geht's top, die Autos sind am Start, die Klamotten sind am Start. So, ich bin ehrlich, gar nichts am Start. Digga, einfach alles ist weg. Einfach alles. Das Ding ist, Freunde, was mich auch so ein bisschen motiviert hat, dieses Video zu machen. Es ist ja mittlerweile relativ normalisiert, dass Influencer, Streamer, etc. so ein bisschen in die Pleite gehen, dazu ein Video machen. Und ich dachte mir ganz ehrlich, ich bin genau in der gleichen Situation. Wo macht das jetzt bei mir den Unterschied? Dementsprechend, ja. Ich habe es jetzt rausgehauen und prinzipiell erstmal ein großes Sorry an alle. Also sorry an meine Community, sorry auch an andere Communities, das ist ja ein Riesenthema bundesweit. Ja, alle am Diskutieren gewesen, ist er jetzt irgendwie Multimillionär und Steuern damit erziehen, ist er jetzt ins Ausland gezogen und so, hat sich jetzt irgendwo versteckt oder ist er wirklich Brokey-Mokey? Ja, was soll ich sagen, Freunde? Es ist halt, ich habe gar nichts mehr am Start. Also weder Klamotten, Autos, alle weg, Digga. Warum, etc. komme ich gleich noch dazu. Da haben wir einige Punkte, die wir abklappern müssen. Das Ding ist, Freunde, es ist halt auch wichtig, seine Fehler einzugestehen, gerade bei so einem wichtigen Thema. Ich muss aber sagen, und da muss ich leider auch so ein bisschen mit dem Finger auf einen zeigen, so was viele nicht wissen. Ich hatte halt über die Jahre hinweg mit der Selbstständigkeit, wo man auch so ein bisschen mehr verdient hat, so einen persönlichen Finanzberater. Der hat halt gesagt, Digga, da kommt gerade mega viel rein, da muss man so ein bisschen deichseln und tricksen und so. Und der hat mir halt wirklich viele Sachen empfohlen, natürlich, die ich gemacht habe, auf Vertrauensbasis, sage ich mal. Ne? Er hat mir auf jeden Fall Punkte gesagt wie, Red, du hast jetzt mega viel verdient, das ist wirklich in Millionenbereichen und du musst jetzt einfach viele Sachen machen, damit du halt einfach weniger Steuern zahlst, damit du dir alle von der Steuer absetzt. Er hat solche gesagt, hol dir ganz viele Autos, die kannst du alle von der Steuer absetzen, weil das sind ja alles Geschäftsautos und die brauchst du ja für die Arbeit und was auch immer. Was er auch gesagt hat, du machst ja Instagram, du postest ja Outfit-Fotos, du machst auch so ein bisschen Fashion-Content. Hol dir einfach richtig viele Klamotten, auch Designersachen, du kannst das alles von der Steuer absetzen, du kriegst die Mehrwertsteuer zurück. Ich bin ehrlich, ich habe das gemacht. Ich habe Klamotten geholt, Freunde, im wirklich siebenstelligen Bereich. Ich habe Autos geholt, ich habe gesagt, komm hier, Firmenwagen, Geschäftswagen und bin davon ausgegangen, auf seine Empfehlung, auf seine Expertise, dass ich da halt weniger Steuern zahle am Ende. Aber es ist genau das Gegenteil passiert. Das Wort am Ende, das wird alles nicht anerkannt, das war alles dann privat irgendwie, die ganzen Klamotten waren dann irgendwie privat, die ganzen Autos und da war ich in so einem Hamsterrad, in so einem Sumpfloch, da, wo ich mir dachte, Digga, wo bin ich hier gelandet? Was hat er mir für eine Scheiße empfohlen? Da wurde ich so richtig hochgenommen, also der hat mich richtig, richtig, richtig verarscht. Das Ding ist, ich habe mich auch ein bisschen von seinem Büro blenden lassen, von diesem gesamten Erscheinungsbild. Man dachte, Digga, der Typ hat Todes drauf, der weiß voll Bescheid, aber Optik hat nichts zu bedeuten. Der hat am Ende irgendwie gar keine Ahnung gehabt, war bestimmt ein Anfänger oder so. Aber das hätte man auch nicht wissen können. Ich meine, du lernst auch sowas nicht in der Schule, ne? Dann gehst du zu irgendeinem Steuerberater oder zu irgendeinem Finanzberater und natürlich vertraust du ihm, weil er kommt so rüber, als hätte er da studiert und kennt sich mega aus. Ich habe halt die ganzen Sachen gemacht, die er gesagt hat. Ne? Ich habe die Autos geholt, ich habe die Klamotten geholt, ich habe hier gemacht, ich habe Büros geholt und was auch immer, alles mega teuer. Er hat sogar gesagt, hol dir irgendwie ein Haus zur Miete, kann mega teuer sein, hab da super viele Tausender gezahlt im Monat. Penthouse hier, Wohnung da, da hast du am Ende Kosten des Todes gehabt. Und ich konnte nichts davon absetzen. Das war alles privat. Alles. Das Einzige, was ich vielleicht absetzen konnte, war so eine kleine Kammer oder so, ne? Das war auf jeden Fall richtig eklig. Und jetzt bin ich am Ende so hier auf einem Punkt, wo das Finanzamt sagt, Digga, wir wollen jetzt eine Menge Geld von dir haben und wir reden hier gerade von 3,6 Millionen. Das heißt, ich habe hier einfach gerade 3,6 Millionen Steuerlast, wo ich nichts machen kann. Nichts. Es war halt mein Fehler, dass ich ihnen vertraut habe. Ihr müsst euch vorstellen, diese ganzen Sachen, diese ganzen Klamotten, etc., die haben alle gar keinen Wert mehr. Ich habe keine Ahnung. Also das ist gerade wirklich so ein Punkt, wo ich mir denke, Digga, was soll ich jetzt machen? Ja, Freunde, deswegen auf jeden Fall ist der Insi-Modus aktiv und der wird realistisch auf jeden Fall gar nicht deaktiviert. Natürlich hier Restschuldbefreiung, weil das ist die einzige Möglichkeit, was man hier machen kann, damit man halt da rauskommt, weil ich werde jetzt auf jeden Fall keine 3,6 Millionen jetzt irgendwo aufgetrieben bekommen. Die haben ja auch schon alles genommen, dass es vielleicht, was übrig ist, ist vielleicht ein paar hunderttausender wert, wenn es hochkommt. Aber 3,6 Millionen, da bin ich weit, weit, weit von entfernt. Also da kann ich jetzt auch hier YouTube machen und hier machen und da machen und ich mache ja auch nichts anderes parallel, ich mache auch nichts anderes nebenbei. Ich habe eine YouTube gemacht, ich habe ja nicht mal studiert oder so, ne? Also ich hatte halt vorgehabt zu studieren, aber ich habe halt nur YouTube gemacht und hatte jetzt dementsprechend eigentlich keine anderen Einnahmequelle. Es war halt nur YouTube und ich war auch voll am Start. Ich habe das von 2011 oder so bis 2019, so jetzt so nach ein paar Jahren, ich mache echt gefühlt gar nichts mehr. Und ich bin halt aktuell in so einem Punkt, so seit ein bisschen längeren, Freunde, ich bin ehrlich, ich bin gerade so auf Burgergeld unterwegs, sage ich mal, ne? So auf Burgergeld. Man muss sich halt erstmal so ein bisschen so eine Basis aufbauen, so. Man ist halt einfach in so einem Punkt, man ist gerade so ein bisschen, was wirtschaftlich angeht, so ein bisschen weiter unten.
Und ich ehrlich, also ich kann jetzt nicht irgendwie 1.000, 2.000 Euro, 3.000 Euro wie damals, 5.000 Euro jetzt irgendwie Miete zahlen hier für ein schickes Penthouse oder für ein Haus oder etc. Da fehlen einfach die finanziellen Mittel. Deswegen einfach, wie gesagt, Bürgergeld. Ich habe, so eine Wohnung habe ich jetzt einfach so vom Amt bekommen. Ja, man war, wie gesagt, auch an so einem Amt da am Reden. Auch wegen potenzieller Arbeit, die man machen kann. Die haben gesagt, hey, was stellst du dir vor? Ich habe gesagt, so ein bisschen vielleicht körperliche Arbeit. Ich will ein bisschen mehr am Sport machen. So, und erstmal so ein bisschen leicht was aufbauen. So. Und dann kann man da parallel gucken, ob man vielleicht so irgendwie wieder Social Media technisch was macht. Oder wie gesagt, einfach den normalen Weg einschlägt. So, aktuell Social Media, ich bin ehrlich, so einfach wegen der Gesamtsituation. Wie soll ich das erklären, Freunde? Ich muss da gerade ein bisschen die passenden Worte dafür finden. Ich habe da einfach so Bad Feelings dabei. So. YouTube ist auch nicht mal das Wahre wie damals. Es ist nicht mehr das Gleiche, weil man halt damit viel verdient hat, das hat komplett falsch ausgegeben hat. Das ist ja auch nicht nur eine Sache. Der hat auch gesagt, mach Urlaub, mach richtig krasse Urlaub hier mit deinen Kollegen, mit deinen ganzen Freunden. Das habe ich auch noch gemacht. Da hat man für den Urlaub, keine Ahnung, mal 50.000 Euro ausgegeben, 80.000 Euro ausgegeben. Da konnte man gefühlt gar nichts davon absetzen. Also, das ist auch nochmal so eine Geschichte, ne? Jetzt aktuell von dem Punkt, dickste Autos, brutalste Klamotten, heftigste Urlaub. Ich habe die ganze Zeit in Istanbul leben können. Wirklich super Wohnung immer gehabt. Ich habe in Dubai, jetzt vor kurzem, war ich, bin ich ehrlich, da war ich nur eingeladen. Dubai aktuell könnte ich mir niemals leisten. Dubai ist mega teuer, ich war vor Ort. So, ich war da jetzt eingeladen, so, ne? Ihr wisst ja, ich habe da so einen Deal gehabt, ich habe auch erzählt, so, ich habe da Geld bekommen, ich habe da gar kein Geld bekommen, so, das war jetzt einfach nur, so, die haben dafür so meinen Aufenthalt geklärt, etc. Aber Dubai aktuell kannst du vergessen, also das ist so teuer, wenn ich da jetzt hingehe, keine Chance. Das heißt, ich bleibe jetzt erstmal die ganze Zeit in Hamburg, wo ich auch herkomme, habe da jetzt meine Wohnung auf Amtsbasis. Jetzt kann man sagen, ja, ey, voller Penner und so, deine Bürgergeld, der hat eine Wohnung auf so, aber ganz ehrlich, ich habe auch viel Steuern gezahlt. So, wenn ich nicht drauf Anspruch habe, wer dann? Es wäre halt auch albern zu sagen, ja, guck mal, der nutzt das jetzt aus, etc. Was soll ich machen? So, ich mache aktuell ja gerade nichts. Nichts, so. Und ich bin gerade am Überlegen, was soll ich machen? Und da nehme ich mir auch Zeit, da chill ich auch ein bisschen, überlege mir, was kann ich machen, worauf habe ich Bock? So auch einfach so mental, so wie ich es meine, das ist auch das Wichtigste. Aber ich bin ehrlich, Freunde, es tut auch so ein bisschen gut, so ein bisschen mir aus der Seele zu reden. Das nimmt mir so ein bisschen auch die Last aus den Schultern weg. Und weil einem das nicht so ein bisschen beigebracht worden ist, was eigentlich sein sollte, da ist man halt in diesem Hamsterrad irgendwie eingesperrt, sage ich mal. Weil einfach die Steuerlast generell so hoch ist, man kennt es ja in Deutschland. Aber es ist, wie es ist, Freunde. Was soll ich euch sagen? Ich bin aktuell in dieser Situation gefangen und ich hoffe, das wird sich auch irgendwann widerlegen. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten, Freunde. Ich würde dieses Video jetzt auch langsam beenden. Ihr könnt ja gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Lasst gerne ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat, wenn ihr mehr Talks hören wollt. Ne? Auch gerne ein paar Vorschläge. Ja, Freunde, ich würde das Video jetzt beenden. Nochmal, wie gesagt, sorry an alle. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Video, falls demnächst mal wieder eins kommt. Ich denke jetzt erstmal nicht. Ich mache erstmal so eine kleine Pause, was YouTube angeht. Und dann sehen wir uns wieder, Freunde. Vielleicht nächstes Jahr, Freunde. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.